Und wir sind wieder erneut da. Ja, ich muss mich wegen euch jetzt aufteilen, sagen wir so, weil es dauert einfach zu lange, die in die Tube hochzulernen zu rennen, wenn sie über eine halbe Stunde lang sind, so wie das erste. Das rennt immer noch. Hey, eine Überraschung für mich. Da freue ich mich mal wieder. Das ist gerade beim ersten Part. Oh, ich mal irgendwann, ne? 72%, ja. Ich hoffe, es wird bald wirklich schneller gehen, weil ich bin allmählich, ich hatte Zeitdruck und hier in das hochzuladen dauert irgendwie auch nicht. Das ist bei mir und YouTube, ich stehe gerade wirklich auf Streit, auf Kriegsfahrt, weil er zeigt mir immer 100% an, genauso wie alle meine Seiten, wie auch immer, wo ich was hochlade, zum Beispiel Save-Dateien, Collabs, die lade ich dann irgendwo hoch und dann steht das auf 100% und es dauert eine Ewigkeit, bis die endlich wirklich oben sind, weil in Wirklichkeit sind sie gerade mal bei 10% oder so. Das ist wirklich anstrengend. Falls ihr irgendwie gesehen habt, falls ihr nicht gewartet habt, für jede neue Farbe, sag ich mal so, habe ich einen neuen Layer genommen. Ich habe sie natürlich zum Schluss alle zusammengeschnitten. Ist für mich übersichtlich, ja nicht, dass ich jetzt irgendwie 1000 Layer oder so habe. Oder 1000 Sets, weil das hier ist ein Set. Oder Linebook Layer. Nein, so unübersichtlich bin ich nicht. Sondern habe ich. Ich heiße eine schwarze Strähne von Selina. Und jetzt, tut mir leid, aber ich zeige euch meine Art, Haare zu machen nicht. Nein, Scherz. Ich zeige es euch, weil viele wollen wissen, wie ich diese Haare mache. Da ist nichts so was Besonderes hinterher. Steckt nichts Besonderes hinter oder so. Weil es sind einfach nur Strähnchen. Einfach nur Strähnchen, die ich tatsächlich mit verschiedenen Farben. Ich nehme einfach Marker, ganz fein. Wirklich ganz fein, sodass sie nur ein kleines bisschen. Und es ist wichtig, halt, dass man Grafiktablett hat, weil ohne Grafiktablett ist es wirklich schlimm. Und wenn ihr bei meinen Haaren, also bei den Hautfarben aufgepasst habt, wie ich sie gesetzt habe, dann habt ihr bestimmt gesehen, wie ich das gemacht habe. Mit den festen Schatten, weil so könnt ihr dann später auch arbeiten mit den Haaren. Dann habt ihr halt natürlich festen Schatten als Haare. Weil es ist einfach. Denn wenn man. Ich persönlich finde es komisch, wenn man festen Schatten, zum Beispiel Haut oder Motten hat, aber dann wieder reale Haare. Oder man hat reale Sachen, Haut und so, und festen Schatten in den Haaren. Ich finde sowas sehr schön, das ist ungleichmäßig. Bei mir ist es ja eher so ein Mix aus fest und so, bei den Schatten. Bei den Haaren allerdings nicht so. Es sind nicht gerade sehr fein, sag ich mal so, aber dadurch, dass sie Laien und Kanten und alles haben. Da kann man jetzt ein bisschen schön drehen. Ich habe jetzt mal auf 1 gestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich mal Schraffier nehme oder. Kommt einfach ganz drauf an. Und dann nehme ich erstmal eine Stelle auf Multipli. Multipli ist ganz wichtig, weil es gibt hier noch einen zweiten Schritt. So, als erstes hier zeichne ich einfach ein paar Strähnen. Mein Laptop hat gerade ein bisschen, falls er es bemerkt hat, aber es kommt durch die vielen Programme, die offen sind. Normalerweise sagt er nicht. Aber ich werde schon sehen. Ich glaube, ich kriege das auch so hin. Ich bin vielseitig. Wie auch immer, ich krieg das hin. Ich mache das jetzt hier fertig, die Haare. Hier wichtig, Zwischenräume lassen. Weil da muss nachher der Lichteffekt hin. Weil sonst wird das einfach nicht schön. Weil Lichteffekte sind bei den Haaren sehr beliebt, sag ich mal. Ich finde, Lichteffekte müssen im Haar sein. Wenn man sich selbst ansieht, in den Spiegel schaut oder so. Man sieht ja auch nicht einfach nur Grundfarbe oder Schatten bei den Haaren, sondern man sieht eigentlich überall Lichteffekte. Deswegen finde ich Lichteffekte genauso wichtig wie ganz normale Schatteneffekte. Et voilà, wir haben den ersten Mal fertig. Das geht gar nicht schnell. Manche meinen, ich bräuchte eine Ewigkeit für die Haare. Als erstes Layer Kopie. Ich kopiere den hier, den Strähnen-Layer. Jetzt habe ich ihn zweimal. Dann wieder auf Clipping Cube und dann performe ich ihn halt so, ne? Weil dann kriegt man automatisch mehr Strähnen, mehr Volumen. Und dann gehe ich mal hier runter unter diesem Multipli, ganz wichtig, dass er unter ist. Und dann baue ich nochmal eine kleine Schattenfarbe ein. So, das sieht man jetzt bestimmt kaum. Jetzt sieht man vielleicht, aber auch nur ganz leicht. Weil Schatten, ich sehe ihn gerade selbst irgendwie kaum. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Ist eigentlich relativ egal. Ich kann ja ein bisschen rumspielen.
Rumspielen ist ganz wichtig beim Painten. Probiert man nichts rum oder spielt man nicht rum, dann wird man eigentlich kaum irgendwie schlau draus. Und schon hätten wir die Schatten fertig. Letztes Mal zusammenfügen. Bin ich leichter. Und dasselbe, was wir jetzt mit den Schattenstrichen gemacht haben, machen wir jetzt mit den Lichteffekten plus Luminosseite. Und der Grundfarbe. Am besten ist immer die Grundfarbe. Man kann die Nähe natürlich ändern oder Schattenfarbe nehmen, kommt drauf an, was für eine Haarfarbe man hat. Ich habe jetzt schwarz. Dann mache ich einfach mal hier, wo die Zwischenräume sind, nehme ich Lichteffekte rein. Weil ich finde alle diese Stückchen real aus. Und es scheint ja anderen wirklich zu interessieren, wie ich das mache. Also, das ist der letzte Part jetzt und alle müssen jetzt auf ganz gespannt hier auf Jahre warten. Finde ich schon irgendwo lustig. Dann wieder kopieren und dann kann man bei dem hier, bei Licht, was ich jetzt hier beim anderen nicht gemacht habe, weil es Schatteneffekte ist, weil es halt schwarz ist, noch ein bisschen mit dem Filter rumspielen. Der Filter. Ich benutze sehr, sehr gerne Filter. Ich bin gerne für den Filter. Ich mache das, um einen neuen NPC zum Beispiel die Hautfarbe zu erstellen. Die Schattenfarbe generell. Die Schattenfarbe kann man damit ganz leicht erstellen. Und dann machen wir Lichteffekte. Einfach mal Strich, Luminosleitung. Ich mache den jetzt auch mal wieder ein Stückchen heller, weil sieht schön aus. Jetzt mache ich einfach mal. Das Beste ist, wenn da die Lichteffekt jetzt da hinsetzt, diesen Lichteffekt hier in den Streifen, da wo auch hier wirklich die Strähnen sind, weil wenn ich ihn jetzt irgendwo in den Schatten setzt, dann finde ich das nicht so schön. Warte, ich kann es euch glaube ich zeigen. Ja, hier sind wirklich die Strähnen da so langweilig, die Lichteffekte wirkt viel hübscher, wenn die Lichteffekte, die Strähnen aus den Lichteffekten kommen, sage ich jetzt mal so ganz knapp gesagt. Schwarz ist schon fertig. So schnell ist das. Das waren jetzt keine. Ich schaue jetzt aber nicht auf die Uhr. Ich will jetzt nicht auf die Uhr gucken. Weil dann bin ich ja husch husch fertig und sieht wirklich nicht gut aus. Aber bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und das ist wirklich selten, wenn mal ein Bild gefällt. Also ich finde irgendwie immer irgendwas dran, was mir selbst nicht gefällt. Weil manche Bilder sehen wirklich perfekt aus. Zum Beispiel den letzten Real-Edit von mir. Ich glaube, den kann ich euch zeigen. Nein, da spielt das Ding nicht mit. Aber ich zeige ihn euch zum Schluss nachher. Ich zeige, das ist ein Collab-Part, nämlich ich habe oben Collab gemacht. Und es war ein Real-Edit, also ein Real-Collab. Da bildet man halt sich selbst. Real halt. Und dann fand ich das eigentlich relativ perfekt, muss ich mal sagen. Ich war wirklich stolz auf mich. Ich habe noch nie, glaube ich, so gut gepaintet. Ich fand das einfach awesome. Ich war stolz auf mich. War wirklich selbst verliebt mit diesem Bild. Ich glaube, ich vermisse noch andere Leiden. Nein, ich jetzt. Und einfach generell Bilder, sich deine eigenen Bilder selbst gut zu finden, finde ich manchmal wirklich. Muss sein, manchmal. Weil wenn man zum Beispiel manche sagen, Fail sieht dämlich aus oder so zum nahezu perfekten Bild. Manchmal war das noch nur, um hier Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde sowas war wirklich unnötig. Ich sage manchmal wirklich selbst Fail oder irgendwas gefällt mir nicht. Oder ich finde das immer überhaupt nicht. Aber es ist halt mein neuestes Edit und irgendwo bin ich halt stolz drauf. Aber es ist halt nicht immer so. Mit den blonden Haaren mache ich das natürlich genauso wie mit den schwarzen. Bloß dauert das jetzt ein bisschen länger, weil es ist halt längere, mehr voluminöse, eine größere Fläche, sagen wir es so. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich sitze hier schon seit. Keine Ahnung, wie lange dran, bestimmt schon über eine Stunde, allein wie auch ganz eine halbe Stunde oder so. Das ist wirklich Rekordzeit, wenn ich das mal sagen darf. Weil normalerweise, selbst für so einen Kopf, bräuchte ich mindestens 45 Minuten. Mindestens, sei mal. Und dennoch
mal hier fix callen oder so. Das dauert eigentlich normalerweise viel länger bei mir. Aber ich will euch hier nicht zu sehr auf die Folter spannen. Weil jeder, der sich alle Parte, ich glaube, das sind vier, der sind vier, der die vier Parte ansieht, der wird zum Schluss sagen, Scheiße, ist das lang. Und tut mir leid, da war schon wieder ein Schimpfwort. Ich glaube, im letzten sind auch ein paar gefallen. Es tut mir auch wirklich leid, ich wollte keine Schimpfwörter benutzen. Ich gucke mich das kleine Kinder an. Und mit kleinen Kindern meinte ich 9-Jährige oder so. Weil ich bezweifle, dass irgendwer mit seiner 5 oder so schon painted. Ich glaube nicht. Doch, in dieser Gesellschaft wird das bald möglich sein. Wenn schon Grundschulkinder mit hier iPods oder so zur Schule laufen oder neuesten Handys oder ein Tablet sogar mitnehmen, so ein teures, das finde ich echt nicht normal. Ich finde auch, die neuesten Handys werden immer schlechter. Das ist natürlich meine Meinung. Weil Handys, die alten, die können tausendmal runterfliegen, kriegen vielleicht einzelne Schrammen, funktionieren aber noch. Und die neuesten, meine Freunde, sind alle ziemlich, also zwei davon sind ziemlich zimperlich, haben bereits ihre Handys öfters kaputt gemacht, ihre neuen, weil die hatten ja schon öfters neue. Das einzige Problem, es fällt nur einmal runter und es ist kaputt. Yay, da freuen sich alle wieder, weil es halt kaputt ist. Nach einmal einzigen runterfliegen, selbst wenn es nur ein kleiner Meter war. Ich persönlich habe ein altes Handy. Irgendwo wünsche ich mir schon ein neues, aber irgendwo auch nicht, weil ich finde die alten Handys einfach praktischer, ich finde sie schöner. Selbst vom Design her. Ich finde die neuesten sehen gar nicht alle so hübsch aus. Natürlich gibt es schön, aber wirklich unbedingt hübsch aussehen tun manche nicht. Oder manche. Wenn hier manche meckern herum, von wegen Handy sei langsam oder so. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Weil irgendwo ist jedes Handy irgendwo langsam. Also egal was man macht. Selbst die neuesten sind langsam. Egal was man. Da kann man meckern, wie man will. Das sind halt Handys. Das sind keine Menschen, die automatisch irgendwie auslösen. Jetzt vertausche ich für ein bisschen Menschen mit Maschinen. Aber Menschen funktionieren halt immer und Handys halt, gehen und so, wie Freunde manchmal. Und ich glaube jetzt auch schon wieder irgendwelchen Müll. Tut mir leid. Aber irgendwie brauche ich gerade eine Beschäftigung, weil die Haare tun wirklich manchmal an der Hand weh. Also das ist schon mein Nachteil, was ich sagen kann, wenn ihr die Haare so macht wie ich. Ja, die Hand tun mir nach den Haaren manchmal wirklich weh. Die, weil ständig Striche ziehen, auf und runter setzen und dann auf die Druckstärke achten, weil ohne Druckstärke geht ja am Grafiktablett hier kaum was. Weil dann sieht es halt nicht sehr schön aus, sag ich mal. Oh, da kam gerade was dazu. Ups. Und ich habe wirklich kriegt der Halsschmerz, als ich gedacht hätte. Also, ich glaube, nächstes Mal, wenn ich so eins mache, so ein Sprachmemos und alles drum und dran, glaube ich, werde ich aufpassen, dass ich mir mein Bonbon hier, so ein Krügerol oder so, im Mund habe, selbst wenn es ein bisschen stören würde, weil, wenn ihr wirklich mehrere haben wollt, jetzt zum Beispiel Toggles mit Stimme oder so, oder ob ihr doch wieder Text haben wollt, selbst wenn die Quali nicht so gut ist, weil das ist letztes Mal passiert bei mir, bei meinem Leuchten-Tutorial. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, meine Einstellungen waren da irgendwie viel am Platz. Ich hatte auf jeden Fall HD eingestellt, aber also bei meinem Aufnahmeprogramm, Webcam, aber irgendwie muss es auch schiefgelaufen sein. Naja. Der erste Part ist fertig. Na, endlich. Und wieder der Kopie. Das ist wirklich das Praktische, was ich für mich entdeckt habe. Normalerweise habe ich eine neue Lehre genommen und nochmal alle Strähnen einzeln gezeichnet. Darum habe ich jetzt keine was mehr gehabt. Dran. Dies ist für mich. Ich suche jetzt eine neue Art und fertig ist. Ich weiß die Zeit, die Nummern jetzt auswendig, also nicht wundern. Das ist jetzt nämlich die Farbe, die ich eben eingestellt habe, ist genau diese Farbe. Das ist meine zweite Schattenfarbe. Bei Selina weiß ich eigentlich alles auswendig. Weil ich paint sie jetzt bereits so oft und so lange. Das ist echt, sollte es kein Problem mehr sein, dass ich sie auswendig kann. Und wie immer, Multipli und der Schattenfarbe der ersten ist immer am besten. Und dann halt mal rübergehen, weil es wird dann einfach realer. 3D-mäßig, wie manche sagen.
auch hier so meine Spitzen oder so. Ich setze eigentlich generell diesen Schatten hier, der unter den Dings kommt, fast überall dahin, wo diese Strähnchen hinkommen sollen oder hingekommen sind, sind die schon da. Zum Beispiel hier oben am Ansatz, das ist ja wirklich nur dunkel, das ist ja nun wirklich wichtig, dass der Schatten wegbrennen muss, selbst wenn er nicht so doll ist. Und die Wälder schon haben den Schatten und so. Und schon können wir den Lichteffekt weitermachen. So, die Luminous-Seite. Und dann nehme ich jetzt erstmal die Schattenfarbe, ich mache den hier sowieso wieder heller. Das ist. Ich habe halt meine so Ideen, meine Tutorials, als ich gerade sagen, meine Arten, wie ich painte. Ich bin wirklich. Also ich habe meine eigenen Arten, ne, und die befolge ich irgendwie immer. Zum Beispiel sind bei mir die Haare meistens, ich sag mit Absicht meistens, immer als letztes. Weil letztes Mal, als meine Freundin, als wir zusammen gepaintet haben, saß sie neben mir und wollte unbedingt, dass mir die Haare gehen. Und dann habe ich gesagt, die Haare zum ersten Mal, glaube ich, auch wirklich zuerst gemacht. Weil die Haare hebe ich mir immer zum Schluss auf. Was ich mir eigentlich jetzt schon abgewöhnen will, weil mein Grafiktablett ab und zu mal gespinnt hat und dann ging die Mainz nicht mehr. Das ist das hier. Das heißt jetzt spitz oder hinten am Ende dann dick oder so. Und dann war das wirklich schlimm. Dann konnte ich die Haare erst am nächsten Tag machen. Und da ich Muttis Laptop damals hatte, musste ich jedes Mal aufs Neue auf den nächsten Tag warten, weil ich hatte das Passwort nicht. Meine Mutter wollte mir das Passwort nicht geben. Ich musste jedes Mal warten, bis sie ja sagt und mir den Laptop anmacht. Weil ich hatte ja keinen Laptop und ich habe Mutti schon gesagt, Mutti, ich brauche noch so zum Arbeiten. Aber nein, ich durfte nicht. Nein. Da war wohl nichts mit Laptop, Passwort oder so. Naja. Jetzt habe ich ja meinen eigenen zu Weihnachten bekommen. Oder sagen wir es so, ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe ihn selbst gekauft und die haben bloß einen kleinen Teil ins Weihnachtsgeld abgenommen. Was ich euch sagen muss, ist bei Weiß. Lichteffekte. Sehr schwer. Es ist. Bei Blond ist es so schwer, die Lichteffekte hinzubekommen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach schwer. Vor allem, wenn man so dunkel, so ein helles Blond hat, wie Selina jetzt. Ist ja das so ein Wasserstoffblond. Ich wollte unbedingt Wasserstoffblond für sie nehmen, weil ich fand es irgendwann mal leichter. Ich glaube, ich habe noch nicht meine Farbtabelle genommen, weil ich dann mit Testenschatten gearbeitet habe. Jetzt habe ich alle Farben sofort auf Abgriff und muss nicht immer wieder 1000 Bilder nehmen, bis ich da irgendwie meine Farben zusammen habe. Ich freue mich, dass ich eine Farbtabelle habe. Weil irgendwann habe ich gefragt, ob ich eine Request kriegen darf. Und dann musste ich eine Farbtabelle schicken. Und dann habe ich eine Farbtabelle geschickt. Oh, zum Glück alles noch gut gegangen. Und irgendwie mag ich die auch gerade nicht. Irgendwie mag ich die gerade nicht. Ich glaube, ich ändere hier noch ein bisschen mit den Schattenfarben und so. Ich glaube, ich ändere hier noch ein bisschen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen dunkler zu kriegen. Ja, ist ja nicht das ganze Mal geplant, was in der Sonne hat, aber es geht gerade nicht anders. So, und jetzt noch hier. Habe ich sie nicht gemacht. Egal. Erstmal hier die Augenbrauen. Ups, falls es geht. Nein, die sind ja schon mal. Okay. Und jetzt kommen wir mal zum Lippenstift, den ich euch noch zeigen wollte. Wie ich das mache. Und zwar neue Layer. Ich nehme mal Rot. Egal was. Habt ihr, wenn ihr das Big Painting das bereits von mir gesehen habt und ich ja Lippenstift gepaintet habt, dann. Oder ganz normale Lippen. Habe ich immer Rot genommen, weil ich fand einfach die Schattenfarbe besser zu. Man das ja sehen kann oder so. Dann bin ich jetzt einfach mal auf Rot. Dann habe ich gleich den. Erstmal nur den Umriss. Umriss ist wichtig. Das sind fast genauso wie die Outlines. Und dann verwische ich hier ein bisschen. Und dann. Hier. Das verwischen. Vielleicht verwischen erstmal. Dann gehe ich einfach mal rein.
So, damit es halt wirklich gerade aussieht, weil dann muss ja irgendwie immer ein bisschen heller und dann auf Clipping Foo. Also nur, dass sie jetzt darin und dann mit Blush, dunklere Farbe und dann so halt drin zeichnen und dann nochmal mit Luminous weiter, zum Weißton und dann habt ihr theoretisch schon Lippen fertig. Und könnt ihr sie noch einfärben. Ich mache sie ganz, ganz gerne helles Pink. Weil sind halt ganz normale Lippen. Und schon haben wir fertig. So Leute, mit diesem kleinen Video beende ich das jetzt zwar und bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die reingeschaut haben, dadurch Hilfe bekommen haben, sag ich mal so, die mich abonniert haben, auch meine ganzen Abonnenten. Ich bin, sag ich euch jetzt schon, sehr stolz, dass ich euch habe. Ich bedanke mich für die Likes, die Kommentare, ich bedanke mich für alles, was ihr getan habt, wie auch immer. Und wenn ihr nochmal Tutorials oder was haben wollt, Kommentare, privat in YouTube oder auf meiner Facebook-Seite, Link in der Beschreibung. Und auf jeden Fall, wenn ihr sowas nochmal haben wollt, dann letztes Mal. Aber wenn ich sowas wirklich nochmal machen sollte, dann mit wirklich einem aufwendigen Projekt, weil 4 Parts sind nichts Besonderes. Also bitte in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal haben wollt und was ich dann wieder besser machen könnte und wenn sie wirklich noch was machen sollte, dann erforschen wir mal zusammen die ganzen Tools in PTS und mal sehen, was wir da hinbekommen. Vielleicht versuche ich euch nochmal GIMP und was weiß ich, was ich noch alle für Programme nutze, ein bisschen zu erklären, weil ich benutze ja auch noch zum Beispiel von meinen Schriften wiederum ein anderes und das wäre ja toll, wenn ihr irgendwie der Kommentar reintut, was ich euch helfen kann, was ich für euch machen kann. Und dann sage ich immer, ciao und bis zum nächsten Mal.